geht ab, Leute? Mischa hier. Und heute startet der Vlog mal ziemlich spät. Und das aus dem einfachen Grund, dass auch wir ziemlich spät dran sind. Wir haben jetzt gerade unser Frühmorgen-Workout beendet um 16.16 Uhr. Das passiert, wenn man bis spät in die Nacht hustelt, am Morgen aufsteht und das Auto nicht da ist. Wir haben jetzt gerade den Booster-Test gemacht heute nochmal. Gestern konnten wir ihn nicht wirklich zu 100% testen, da wir viel gefilmt haben und der Fokus dadurch nicht zu 100% da war, beziehungsweise nicht getestet werden konnte. Und das finale Video mit dem Training auch ein bisschen von mir werdet ihr dann in einem separaten Video sehen. Hier sind wir jetzt im Café Aroma, was wieder mal eine Empfehlung des Herr Pro Bros war. Deshalb bin ich natürlich wieder sehr gespannt. Ich sag euch eins, das müsst ihr abchecken hier, und zwar Hollywood, hä? Ja. Preissegment. Preissegment. Was sagst du? Easy peasy. Easy peasy, ja, sehr Mittelklasse. Gut. Schaut euch das mal an. Alle diese leckeren Salate, diese leckeren Menüs, perfekt gemacht für Clean Food. Ja. Lachs, Thun, Filet, das ist alles, was das Herz begehrt. Okay. Also ich zieh's mir jetzt hier auch gerade alles ein bisschen rein. Kannst mal. Alles rein ziehen. Und ich zeige euch dann natürlich, was ich am Essen bin und so, wie immer. Das ist einfach immer noch Teil des Vlogs, Leute. Ich versuche jetzt wieder, ich habe so ein bisschen die Kommentare durchgelesen und gesehen, dass einigen von euch die Vlogs langsam zu viel werden. Dabei bin ich eigentlich der, der momentan hier am wenigsten vloggt, aber scheinbar wollen die Leute wieder ein bisschen mehr trainingsspezifische Sachen sehen. Ihr müsst einfach auch verstehen, dass wir hier momentan eigentlich jeden Tag Trainings abfilmen, die aber noch nicht released werden. Also die Videos werden dann nach und nach folgen. Und in Bezug auf Theorievideos muss ich euch einfach an dieser Stelle ganz offen und ehrlich sagen, es geht einfach nicht. Ich habe auch irgendwo keinen Bock, mich hier in mein Zimmer einzuschließen. Meine Ruhe habe ich sowieso nicht wirklich. Und mich hier mit Theorievideos zu beschäftigen. Die kommen wieder, sobald ich in der Schweiz bin. Dann zeige ich euch dann auch wieder ein bisschen mehr Einkaufsvideos etc. Das könnte ich hier zwar eigentlich auch mal noch machen. Werde ich jetzt gerade machen, schreibe ich mir auf. Ein Einkaufsvideo von Amerika habe ich dieses Jahr noch nicht gemacht. Und im Allgemeinen bin ich natürlich immer wieder auf euer Feedback angewiesen. Das heißt, ich lese die Kommentare und mache dann anhand diesen Kommentaren neue Videos. Das heißt, wenn ihr schreibt, ich will das nicht sehen, dann hilft mir das nur bedingt. Dann weiß ich, okay, ich muss in eine andere Richtung, aber was wollt ihr denn explizit sehen? Also explizite Wünsche sind mir immer noch am liebsten, deshalb wäre das geil, wenn ihr es in die Kommentare schreibt. Und ich check mir jetzt mal die Karte ab und danach zeige ich euch, was abgeht hier im Café Aroma. Polska Genetics. Hardcore Natural Bodybuilding and more. So, ich mach's kurz. Ich wurde hier schon lange auf die Probe gestellt. Die anderen sind alle schon am Mampfen. Das heißt, hier das erste Meal habe ich mir jetzt Lachs-Salat reingezogen mit extra Spinat. Viele wissen nicht, aber Salat ist wirklich nicht so hochwertig, wie viele meinen. Also Salat hat eigentlich so gut wie keine Mikronährstoffe, ist eigentlich mehr Wasser. Und Spinat ist da aber einiges wertvoller. Deswegen schaue ich immer, dass ich, wenn ich einen Salat bestelle, da immer schön Spinat mit reingemischt wird. Und wie das Ganze geschmeckt hat, sage ich euch danach. So, also der Salat, der war richtig gut. Hat mir ordentlich geschmeckt. Qualitativ eigentlich nichts auszusetzen. Würde ich jetzt mal so eine 8 geben, auf jeden Fall, vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Jetzt hier, das zweite Meal wurde auch so eben serviert. Das war jetzt das Filet Mignon. Die Soße werde ich mir natürlich auch mal kurz geben, aber eigentlich, wenn das Fleisch gut ist, muss man das eigentlich auch ohne Soße essen können. Hier habe ich mir eine Kartoffel bestellt. Also das Menü hier ist jetzt schon ein bisschen schwerer zu bewerten, das ist einfach nur normales Essen, es ist nichts Spezielles, keine Kreation oder so. Also wenn ich jetzt eigentlich nur das Fleisch bewerten und Ben hat sich dazu geäußert, dass sein Salat nicht so top ist, glaube ich, oder was? Oder? Okay. Du bist zufrieden. Also das hier war gut, hast du gesagt. Das ist sehr, sehr gut, das hier weiter. Und dieses Brot, was man eigentlich mitessen soll oder was auch immer das ist, das schmeckt sehr alt. Okay. Patrick ist zufrieden. Und ja. Der Salat ist sehr gut. Okay, ich check jetzt mal das Filet ab, dann gebe ich Bescheid, wie das Fleisch hier so ist. So, wir sind beim finalen Verdikt. Also, das Fleisch war leider nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war nicht gut und zwar habe ich direkt gemerkt beim ersten Bissen, dass es sich um korngefüttertes Beef handelt, dass es war kein richtig gutes Rindfleisch und ich habe dem Patrick auch gerade gesagt, das ist der Grund, beziehungsweise es wäre für mich der Grund hier in Amerika auch auswärts nur noch vegan zu essen, vegan, weil
das ist eigentlich das Einzige, was ich noch mache, ist auswärts zum Teil schlechte Ware essen, weil ich sie zum Teil nicht steuern kann, beziehungsweise nicht weiß oder nur annehmen kann. Alles, was ich mir reinziehe, selber, das esse ich eigentlich immer, schaue ich immer, dass das gelabelt ist richtig, dass ich da auch wirklich eine Kontrolle habe. Jetzt hier in Amerika ist es auch, wie gesagt, auch hier nicht immer einfach. Und also das Filet war nicht überzeugend, einfach aus dem Geschmack hinaus. Hatte ganz am Anfang gar nicht wirklich gemerkt. Ich denke, das ist auch einfach eine Sache, das wissen ja, so wie beim Kaffee. Übrigens, Kaffee ist gut, das kann ich sagen. Und das Gemüse war top. Alles andere war eigentlich wirklich top. Also rein vom Service her, rein vom Ambiente, rein vom Essen her, alles safe, alles absolut genial. Also abzüglich des Fleisches, das jetzt nicht so gut war, würde ich jetzt mal so sicher eine 7 geben. Ich denke, das wird sich auch mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis decken. Ich und Patrick werden sicher nochmal hier essen kommen. Hummus, das Hummus-Rind von Ben, das hat mich jetzt persönlich richtig gut angesprochen. Ich dachte, es war auch gut, hat er gesagt. Ja. Und jetzt kommt einfach noch die Rechnung. Deswegen kann ich jetzt auch gerade sagen, was abgeht bezüglich Preis. Hier bei $64, das war jetzt nicht ein günstiges Essen. Ich habe auch ordentlich reingefressen jetzt. Also zwei Hauptspeisen, der Salat galt als Hauptspeise, den Eistee, den Kaffee und noch den Reis zusätzlich. Also oberes Preissegment, ich muss mich korrigieren. Also beziehungsweise, wie sagt man dem? Im mittleren Preissegment eher hoch, sagen wir es so. Und ja. Das war es soweit vom Essen. Jetzt gehen wir mal rauf und jetzt wird einfach mal wieder richtig schön durchgehasselt die nächsten paar Stunden. Oben gebe ich mir noch ein Questbar und dann geht es weiter mit dem Programm. Leute, vorhin noch gerade erwähnt, jetzt mache ich es, kleines Einkaufsvideo. Ein paar kleine Sachen, die es hier nur gibt. Das habe ich euch auch schon mal gezeigt. Das ist auch ganz geil. Trader Joe's Organic Brown Smiley Rice. Habe ich in der Schweiz so noch nie gesehen. Jetzt hier eingekauft haben wir. Für mich habe ich ein paar Reiswaffen gekauft. Und zwar sind das Reiswaffen, die fast schon wie Chips sind. Also kann jetzt ehrlich gesagt auch nicht erklären, wie genau das läuft. Aber das ist hier Caramel Corn. Dann habe ich hier die salzige Variante. Sour Cream Onion. Und meine persönliche Lieblingsvariante, Cheddar Cheese. Wenn ihr euch jetzt hier mal so ein bisschen die Nährwerte anschaut. Auf 18 Mini-Cakes habt ihr 5 Gramm Fett, 21 Gramm Carbs. Hier auch, hier denke ich ein bisschen weniger Fett, hier gar kein Fett. Also das ist schon ziemlich legit, das Zeug. So zum Snacken sicher die bessere Variante. Und ich weiß, dass viele hier reden davon, dass Reiswaffen ungesund sind. Und ich bin da irgendwo so zwischendrin mit meiner Meinung. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Reiswaffen direkt krebserregend wirken. Ich würde aber auch nicht sagen, dass ihr jetzt euch jeden Tag 200 Gramm Reiswaffen reinziehen müsst. Also schaut einfach, dass ihr Reiswaffen eher als Snack esst, wenn für unterwegs oder wenn ihr gerade Bock habt. Und ich muss auch sagen, in der Schweiz esse ich persönlich nie Reiswaffen, weil die einfach nicht geil sind. Und die hier sind einfach richtig geil, deswegen habe ich mir sie reingezogen. Dann haben wir hier Blueberries. Was ich auch gefunden habe, ist das hier. Hier übrigens noch Erdbeeren, damit mache ich mir nachher ein geiles Müsli. Müsli jetzt hier mit Flax Plus. Eins der besseren Müslis hier, wenn ihr die Nährwerte anguckt. Auf 30 Gramm habt ihr so gut wie kein Fett. 1,5 Gramm Fett, ein paar Carbs und keine verfickten Vitamine. Das ist das, was mich am allermeisten nervt. Bei 80% aller Müslis, die man hier so kaufen kann, sind all diese Vitamine drin, die sind allgemein in Amerika überall drin, alles diese verdammten Vitamine. Das heißt, man hat eigentlich am Schluss des Tages die 20-fache Dosis am Start von jedem Vitamin, wenn man nur so ein bisschen mal das Zeug isst, ohne das abzuchecken. Dann, was ich mir auch gekauft habe, ziemlich teuer war es, $5 für so ein Fläschchen, aber es ist halt einfach ultra legit. Es hat jetzt hier Sellerie, Apfel, Gurke, Spinat, Kale, das ist auch ganz geil, das weiß ich jetzt die Übersetzung nicht, Petersilie, Wheatgrass, das ist Wheatgrass, wie heißt das auf Deutsch? Weizengras, genau, und noch Sprossen drin, also richtig die Mikrobombe, das wäre jetzt der Ersatz für ein Wemmer Worth, wobei auch hier wieder $5, also es ist auch nicht günstig, wie gesagt, Qualität kostet halt einfach. Und dann haben wir hier Chobani,
Das ist eigentlich noch das einzige Milchprodukt, das ich konsumiere momentan hier in den Staaten. Zweimal Chicken. Und zwar, ihr könnt es hier sehen, ich zeige es euch direkt mal. Free Range Organic. No Antibiotics. No Added Hormones mit einem Sternchen. Organic Vegetarian Food. No Organic. Genau, das heißt, sie haben, die Hühner bekommen auch das gute Zeug zum Essen. Und das Sternchen, das seht ihr dann immer hier mit den, Regulations. Also da gibt es immer noch so eine kleine Regulation, die vom Staat vorgegeben ist. Aber ja, in der Regel eigentlich das Beste, was man kaufen kann. Und dann habe ich hier noch das beste Kokosnusswasser. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gezeigt, dass ich überhaupt jemals getrunken habe aus einer Flasche. Das ist Raw Coconut Water, also das heißt ohne, es wurde auch nie erhitzt. Geschmacklich wirklich wie aus der Kokosnuss in Thailand schon fast. Kostet auch nicht gerade wenig, also so ein Fläschchen kostet zwischen 2,50 und 3 Dollar, ist ziemlich klein. Aber ist es in meinen Augen wert, wenn man, wie gesagt, Kokosnusswasser gerne hat. Hier eine Zahnbürste, die esse ich natürlich nicht. Und noch ein Nivea, wobei auch hier, das habe ich mir jetzt nur aus Notfall gekauft. Ich schaue auch bei meinen kosmetischen Artikeln mittlerweile, also ich allgemein benutze ich fast keine kosmetischen Artikel aus Überzeugung. Und wenn ich welche benutze, dann kaufe ich meistens im Lush ein. Das kennen die einen oder anderen vielleicht auch. Lush ist so eine englische Marke. Und bei denen hat es sogar ein Ablaufdatum auf den Produkten drauf. Also ich habe das Duschgel von Lush hier, aber nur noch ganz wenig. Und ich habe jetzt keinen Lush hier in der Nähe gefunden. Es gibt, glaube ich, in Santa Monica einen. Aber wie gesagt, normalerweise gibt es bei mir so gut wie keine kosmetischen Artikel, weil ich einfach finde, dass die ganze Scheißindustrie ziemlich, ja, ziemlich räudig ist. Aber ich will jetzt hier nicht wieder auf dieses Thema zurückkommen. Wer sich für die Sache interessiert, der informiert sich ganz einfach. Und wer nicht, der, ja, der macht so wie ich die letzten 20 Jahre und duscht sich einfach mit Nivea. Ist ja von dem her auch nicht schlimm. Und ja, ich gehe jetzt mal ein bisschen arbeiten, ich packe die Einkäufe ein und später schalte ich nochmal ein. Yeah! Venice Beach hat auch ein bisschen Kunst zu bieten. Wir sind jetzt hier gerade in einer richtig schönen Kunstgalerie. In einer richtig schönen Kunstgalerie sind wir hier gelandet. Hey, ich sage euch eins. I say it in English. What's your name? Elizabeth Orleans. And the name of your girlfriend? Jackie Rain. Jackie Rain, she will be a star. She has a good, she had a good voice. You know, what about my work? And oh yes, of course. So, she's good. I mean, you gotta plug me too. She's the best. Ceramic sculptor. Yeah, she makes sculptures. Yeah. Look, wait, I will show you something. Yeah. Skulpturen hier aus aus Porzellan oder was ist das? Eternal Ladder. That's pretty nice. Dann haben wir hier ganz viele verschiedene Konstrukte. Yeah, we should turn on the light. It would be great. Das hier gefällt mir besonders gut. Patrick auch. Das ist sowas, was man in die Wand einbaut. Also ich muss sagen, ich habe mit Kunst sonst nicht viel zu tun. Aber sowas inspiriert mich jetzt doch, muss ich sagen, weil ich jetzt live sehe, wie hier gearbeitet wird. Das ist ein richtig schönes Kunststudio von Lizzie. Orleans. Or Lizzie Orleans. ElizabethOrleans.com. .com. Free advertising here on YouTube. Ja, Leute, gebt mal Bescheid. Was haltet ihr über Kunst? Würde mich wundernehmen. Wie gesagt, mich ins. Boah, das sieht auch geil aus. Shit. Und ja, wir waren jetzt gerade im Gold's Gym, haben ordentlich Kreuzheben gemacht. Bei mir momentan 180 Kilo, 5x5, kein Problem. Also nach meiner Verletzung in Miami vor 5 Wochen besser denn je. Und das habe ich ganz klar auch meinem harten Beintraining zu verdanken, Bauchtraining zu verdanken, das ich in der letzten Zeit mache. Patrick, trainiere ich hart den Bauch oder nicht? Ja, ich sag's mal so, das Training ist ziemlich hart und hard work pays off. Genau. Deswegen, Leute, wir machen jetzt mal Schluss an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog wieder einmal gefallen. Und man sieht sich. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Boom. Yo. Leute. Das ist mein Lieblingskunstwerk von der da. Ganz easy peasy. Easy Stuhl, oder? Easy peasy. Hey, soll ich mir so.
Wie findet ihr diesen Stuhl? Gebt mir mal einen Kommentar. Wie findet ihr so einen Stuhl? Ich find's noch easy. Ich find den geil. Der, der Kleine. Ja. Ja, der Kleine ist auch nicht schlecht. Ja, richtig Stil. Schau mal die Kamera. Hey, shit. Hey. Oh, ey, $9,000. How much? 9,000. 9,000? Attention to it. Oh, shit. Aber der ist geil, gell? 9,000 hat er gesagt. Ja, das ist handgemacht. Wenn der 9,000 ist. Der ist günstiger, was, sicher. Was denkst du denn, wie teuer der ist? Ja, ich denke, der ist nicht viel teurer. Richtig nice hier, ne? Hey, die Leute sind crazy hier, glaubst du mir? Schau mal. It's at the end of Rose. Wow. Weißt du, wie ich vorkomme? Wie in einem so einem verdammten Quentin Tarantino Film. Ja. Wo ist eigentlich die, wo ist die Quentin der? Die steht. Jackie. Ich hab Hunger. Die wollen essen gehen. Schwabelstudio. Die wollen essen gehen. Seit einer Stunde wollen die essen gehen. Ich hab Hunger. Ja, das ist unglaublich. So. Abschieben wir uns. So Leute, wir sind nochmal zur späten Stunde bei diesen kranken Leuten hier. Nennt sich Gunpowder. Und ich war am Anfang absolut kritisch über die Sache hier, der Kaffeeersatz, der neue Kaffee. Leute, ich bin hier jetzt schon zum dritten Mal hier. Das Zeug macht süchtig. Ja. Und guckt euch das mal an. Hey, ich habe hier eine Wiese, Mann. Das Gute ist, hier kann man sich entspannen oder man kann auch arbeiten. Schau mal. Die sind alle am Arbeiten hier. Was machen die? Das ist entspannend. Gun fucking Powder. Das sieht richtig geil aus. Richtig geiles Konzept, Bro. Das müssen wir uns mal genau unter die Lupe nehmen. Wir machen zu viel Werbung hier. Ja, wir machen zu viel Gratis-Werbung hier. Guck mal, das ist der Gunshot Blend. So einen hole ich mir. Kann man in die Kaffeemaschine tun. Und hier seht ihr auch normale Kaffee. That's like a regular coffee machine. That's a regular coffee machine. So usually, yeah. I could buy the stuff here and just use it for my coffee at home. Absolutely. Not bad at all. Also ihr seht, das ist wirklich ein geiles Konzept und ich habe das Ganze schon mal ein bisschen angeguckt. Hier sind die Premixed Drinks, den habe ich schon probiert, der ist hoch, der hat 300 Milligramm Koffein. Den fand ich nicht so gut und das ist mein Lieblingsding hier. Der macht sogar schon eine Mojo-Konkurrenz. Und ja, es ist immer so eine Pflanze drin und ich muss unbedingt jetzt was bestellen, Leute. Das ist richtig geil. Also wenn ihr mal in Venice seid, checkt auf jeden Fall den Gunpowder ab und erwartet bitte keinen Kaffee. Aber ich sag's euch so, nach dem vierten oder fünften Schluck werdet ihr es geil finden. Richtig geiler Laden. Ich muss noch mal ganz kurz von außen euch das zeigen, weil ich es einfach richtig gut finde. Richtig, richtig gut gemacht. Also wenn die, wenn das nicht in Zukunft groß rauskommt, dann weiß ich es nicht mehr, Leute, dann weiß ich es wirklich nicht mehr. Das ist mal Innovation vom Feinsten. I like it.